weiß genau, was Sie jetzt denken. Und Sie haben recht. Aber wäre es nicht eine interessante Vorstellung, wenn es diese mystischen Wesen wirklich geben würde? Maren Blas hat ein ungewöhnliches Hobby. Sie betreibt Mermaiding. Hallo. Hallo, ein Schiff bitte. Im Stadtbad Salzgitter-Lebenstedt schwimmt sie einmal in der Woche. Doch was genau ist Mermaiding? Mermaiding ist eine Sportart, in der man mit einer Monoflosse durch das Wasser schwimmt. Das hier zum Beispiel ist eine relativ große Monoflosse. Hier kommen beide Füße rein, die dann die Beine zusammenhalten und man macht dann stromlinienartige Bewegungen, damit man wie eine Meerjungfrau durch das Wasser gleitet. Diese Art der Fortbewegung nennt man auch Delfinkick. Und man kann über diese Monoflosse dann noch einen Bezug ziehen, dass die Flosse auch eher aussieht wie ein Fischschwanz. Bei Flossen ist es unterschiedlich, je nachdem welche Größe sie haben und aus welchem Material sie sind. Die günstigsten Flossen, die ich bis jetzt gesehen habe, waren um die 50 Euro. Teurere können schon mal 130 bis 200 kosten. Das sind dann aber auch sehr steife Blätter, mit denen man sehr schnell vorwärts kommt und dementsprechend auch sehr professionelle Monoflossen. Das Schwimmen immer genossen und das Mermaiding gibt dem Ganzen ja nochmal eine andere Dimension, eben indem man in die Rolle einer Meerjungfrau schlüpft. Man schwimmt ganz anders, man nimmt das alles anders wahr. Und man fühlt sich auch ein bisschen freier, habe ich das Gefühl, wenn man dann wesentlich schneller als alle anderen durch das Wasser gleiten kann und auch so tief kommen kann, zum Beispiel mit wenigen Flossenbewegungen. Außerdem gefällt es auch Kindern zum Beispiel sehr gut, wenn man plötzlich dann am Strand liegt und man hat eine Meerjungfrauenflosse und sie sehen dann eben einen und freuen sich eben komplett, weil sie ein Teil von dieser Magie werden. Die Eltern von Kindern meistens waren immer sehr begeistert und haben ihre Kinder dazu animiert, gucken zu kommen, hey, da schwimmt eine Meerjungfrau. Die Kinder waren dementsprechend ja immer sehr begeistert und die Eltern dann natürlich auch sehr interessiert, weil sie mit dem Gedanken gespielt haben, natürlich, wenn ihr Kind das toll findet und dadurch ein Interesse am Schwimmen gewinnt, dass sie ihren Kindern vielleicht auch Flossen holen. Ich habe damit im Sommer dieses Jahr angefangen, hatte bei uns im heimischen Pool dann geübt erst einmal, wie man überhaupt mit dieser Flosse umgeht, wie man schwimmt, wie man treibt oben und bin danach hier in Salzgittersee gegangen und habe sie ausprobiert. Als ich mich sicher gefühlt habe, habe ich sie dann benutzt an der Ostsee, als wir im Urlaub waren. Blas plant, an einem Tauchkurs teilzunehmen, um ihre Atemtechnik unter Wasser zu verbessern. Sie hofft, dass sich dieser Sport hier in der Umgebung mehr etabliert, um sich mit anderen Meerjungfrauen und Meermännern auszutauschen.